Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Das Geschlecht sagt. Final. Hilf mir Gott. So, jetzt lacht mal ein hier. Oh, nicht das Passwort zeigen, dann sehen die. Skibidi wapapa. Hallo, meine lieben Schnittchen. Das war übel laut in meinem Ohr. Herzlich willkommen! Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Zurück zu ARK. Wie ihr merkt, in letzter Zeit, vielleicht haben es einige von euch auch schon mitbekommen oder auf dem Zweitkanal vorbeigeschaut. Es gab einiges. Es gab Inhalte. Es gab Inhalte, es gab Content. Immer wieder habt ihr auch gesagt, Mensch, Kalle, Mensch, Henno, spielt doch bitte. Ist ja lustig, aber irgendwie spielt er kein ARK. Deswegen spielt mal bitte mehr ARK. Und deswegen haben wir jetzt mehr ARK gespielt. Also ARK itself. Rein in die Holger. Rein in Holger. Hä? Wieso steht denn der Kalle hier oben auf dem Gipfel, Alter? Das war auch eine Aktion. So. Ja, könnt ihr übrigens alles auch auf dem Zweitkanal, wie gesagt, nachschauen, falls ihr es nicht schon getan habt. Auf meinem. Ja, wenn du willst, ich schick dir das Ding rüber. Ja. Ich schick dir das Ding rüber. So, zurück zum Thema. Erstens, wir haben hier natürlich schon einige von diesen tollen Adlern. Den Hamudi, ne, den finde ich ganz super. Adler muss. Genie und hast du nicht gesehen. Dann seht ihr ganz klar, wir haben einiges weiteres an Ehre. Ja, wir haben gepumpt, gezüchtet. So, schön die Eier gepresst, ne, schon rausgekackt. Wir haben hier einige Manna-Manna-Mannas, Alter. So, weißt du, wie ich meine? So. Nämlich 5. 3. So. So, und das wir bedeutet, haben kein Essen. Wir haben 2 gezähmt, 3 gebumst. Und das Ding ist, das sind Säugetiere. Das heißt, sie können nach einigen Stunden einfach wieder bumsen. Bumsen! Und das bedeutet auch, dass man die nicht lange ausbrüten muss, oder hast du nicht gesehen? So. Das bedeutet, ne? Ihr wisst ja, was das bedeutet. Das bedeutet einiges. Na! Also, wir haben gegrindet. Bei ARK ist ein Grind-Game. Wie heißt die dicke Säule dann noch? Junge, Industrieschmelze. Eine Industrieschmelze! Eine Industrieschmelze! So. So, also eine Industrieschmelze. Die haben wir auf jeden Fall. Aber nicht nur die. Ja, ja. Und, ja. Ja, ja, so. Ich habe ja gesagt, dass wir jetzt schon den Chemietisch gemacht haben. Ja, Chemietisch. Wie heißt der denn? Chemielabor. Chemielabortisch. I'm sorry, Alter. I'm sorry. Ja, also wir haben gegrindet, weil wir haben ja auch bewusst die ganze Zeit hier in diesem Project nur Scheiße gebaut. Nicht 2500 Metall gefarmt, weil dann sitzen wir hier eine Stunde, farmen 2500 Metall und ja, es passiert oft nicht so viel, aber wir wollen, aber es war zumindest auch immer ein bisschen Action da, also ein bisschen. Und bei 2500 Metallfarm, sprich 5000 Rohmetall. Ja, es geht irgendwann auf die Nerven, muss man auch mal ganz klar so sagen. Es ist auch scheiße für yourself. So, deswegen haben wir einfach mal das im Stream gemacht. Wie gesagt, nochmal kleine Dingsbums. Alter, könnt ihr auf den Zweikanal reinschauen. Schaut auch mal beim Henno vorbei. Hab ich auch so. Aber eine Sache muss ich jetzt noch zeigen. Genau. Was? I knew it, Alter. Genau. Ja, was denn? Nehmen wir den Pokéball. Komm mal her. Wir müssen den einsetzen. Hier ist ich habe nämlich noch was gesehen. Hast du ihn? Hast du ihn? Nee, hast du ihn? Ich hab den nicht. Ja, du hast den. Ich hab den nicht. So, hier. So. Ja, und jetzt haben wir diesen Ball gefunden. Und zwar, wo war das denn? Bei diesem Airdrop, den wir gemacht haben in der letzten Folge. Den kann man jetzt hier raufsch... Nein, nein, du musst nah ran. Links, gedrückt. Genau. Richtig nah, richtig nah. So. Richtig nah. Richtig, nicht an den Kopf, an den Rumpf. Guck mal, der leuchtet schon. Der ist gleich drin. Gleich. Da! So, und jetzt habe ich den hier in meinem Ball. Und das ist ja wohl der absolute Megahammer. Feuer den mal raus, Junge. Ich will, dass du zu dem Rest deiner Sippe gehst, Alter. Und dann schmeißt du den da hin. Und dann BOOM! Kackt der! Er hockt da so drin. Ich muss mal! So. Stell dir vor, das ist die Attacke, weißt du? Schmeißen auf den Enemy, Alter. BOOM! Ah! Es war übel dünn Schiss, Alter. Ja. Und nichtsdestotrotz haben wir uns auch entschieden, was wir als nächstes machen wollen würden. Ja, vielleicht auch ganz kurz zusammengefasst unsere Erkenntnisse so der letzten beiden Streams.
Soll ich das mal in das einer Minute so ein Wrap-up? Okay. Ja, okay. Gön. Wir haben uns immer überlegt, ey, Extinction, was ist die Scheiße? Was sind diese komischen Knorpel aus dem Boden, die wir bekämpft haben? Was sind hier die Biome mit den Kuppeln und was soll das alles? Was ist mit den Robo-Dingern los? Was ist ein Mech und deine Mutter? Das ist ja Late-Game-Content. Haben wir beide nie gemacht. Auch nicht private. Es ist so, bei diesen Obelisken, die in der Luft schweben, die sind ja nicht die Arcs aller. Die Map ist ja ein Arc aller. Und da, ne? So, da kann man fette Bosse beschwören. Wenn man die dann hackt, dann kriegt man Rezepte, Enagramme, in diesem letzten Reiter, wo man dann so krass Tech-Scheiße machen kann. So, Techno. Weil eigentlich ist es so wie Matrix, so ein bisschen. Also du bist auf dieser Map, bist so ein, ne, hast nur dein Buddy, Holz, Stein, Metal, Dino, Sam. Gön. Aber da drüber ist so History, also eine Story, meine ich. Und die Tech-Scheiße ist quasi so, was das alles so zusammenfasst. Weil es ist nicht so Map A, B, C, D, E irgendwie hingeschissen. Nein, es gibt eine Story, Alter, dass die alle so zusammen und... Ja, wir wollen nämlich da jetzt auch mal hinkommen. Und dafür muss man Bosse plätten. Aber es gibt auch noch die Titanen. Das ist so ein Extinction-Ding, glaube ich. Und die kann man sogar zähmen. Die kann man sogar zähmen. Und die kann man nochmal battlen. Nochmal, nochmal. Und das sind quasi so Mini-Bosse. Das ist so eine Vorstufe. Und die kann man auch beschwören. Damit wollen wir jetzt anfangen. Groundworking. Und um den ersten Titan hier, den Wüstentitan, gibt es in jedem Biom. Um den um den zu beschwören, brauchen wir... Es gibt generell auch für die Bosse, gibt es immer so Innis. Da geht man rein, da darf man nicht rein mit Flugdinos. Da darf man oftmals nicht mal mit Dinos rein, glaube ich, sometimes. Oder kommt man gar nicht, weil es zu dünn, zu eng ist. Sometimes. Und dann battlest du dich durch. Es sind übel viel so Schlangen und Spinnen und so meistens... Viecher, die man nicht zähmen kann, die hocken da. Und die bumpst du auseinander mit Schrotflinte, Raketenwerfer, allem. Und am Ende des Tunnels ist ein Item. Und damit kannst du dann so einen Bums beschwören, Bosse, Titanen und so weiter. Gehen wir jetzt rein. Mhm. Mit allem, was wir haben. So, dann lass einfach alles einpacken und den Scheiß niederbrechen. So, komm mit, Jungs, Mädels. Du hast R1 extra stehen lassen für mich? Ja, klar. Ja, das glaube ich nicht. So, welchen wolltest du nehmen? Dividi oder Babidi oder Babdi? Ja, die Sattler haben nehmen wir, oder? Ja, ja. Ich lass mal die Frauen da. Alle, hopp. Ehre wird Alter, wie die genommen. Los, so sieht das aus, wenn Ehre genommen wird. Die geht einfach in den Abgrund, Alter. Weißt du, wie ich meine? So. Geh weiter! Ich hab mich in den Arsch geslappt. Vorwärts! Oh. Alter, das sieht richtig gut aus, ey. Jalla. Jalla! So, da hinten ist die Höhle. Oh, der schmeckt wieder. Jetzt Tee hoch. Ey, geh mal so weg, ey. Alter. Wer denkt sich das aus? So, alle Folgen. Sind alle da? Müssten alle da sein. Aber wenn nicht, dann scheiß drauf. Wirklich. Ja, also ja, ganz ja. Wir haben genug. So, jetzt könntest du nochmal. Ja, also, wir haben uns hier heute versammelt. Ehre, Ehre, Ehre. Alle rein in die Höhle, rein in die Olga und bring mir das Artefakt vorbei. So, hier ist jetzt ein Rock Elemental. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich kann nicht getaucht werden. Der Sound ist auch so dumm. Oh, Alter. Hier kommen sie um die Ecke. Ich bin alles in den Arsch. Ah, ich bin überladen. Leertaste. 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 Ah! Feuer frei! Ich kann mich ja schon mal das einen Moment umgucken. Guck dich mal um, jo. Oh. Level 300 Schnecke. LOL. Die machen doch hier Polymer. Zement. Zement, ja. Ja, Zement. So, von mir aus können wir weiter. Ja, wait a second. Okay, dann... Okay, ja, ich warte, ich warte. Die Items halt nicht da rein. Dann heißt es wieder, Kalle, du bist viel zu langsam in dem scheiß Game. Hier ist auf jeden Fall krasse Scheiße an der Wand. Oh mein Gott. Alter, Kalle. Also, es war nicht gespielt. Ich hab mich wirklich. Ja, ja, die springen ja auch an, außer Wand. Okay, so. Also, oh, Leute, hier ist was. Was ist das? Ja. Das ist ein Loot Drop, ein gelber. Vorsicht, Leute, überall. Ja, dann lass uns erstmal ein bisschen zurückziehen, oder? Okay, lass die einfach wegziehen. Dann buddeln die sich hier ein. Ja, mach nur die Schlangen gerade. Ja, aber du verlierst auch gut Leben. So sehen genau. Loot Drops aus in Höhlen. Diese kleinen Kisten. Und in Höhlen sind die besten Loot Drops. Gelb und Rot, glaube ich, sind die besten. Kann ich im Looten nicht looten? Ja, loot mal, der geht auf mich. Nein, er geht auf dich. Kann ich den hier runter? Ja. Geil, er geht auf dich. Er walkt hier so lang. So, und weg. Ah, das wird vielleicht zu... Na. Nice, er macht die Biege. Yeah. So. Perfekt. Bist du ready?
Ja. Leute, oh, wenn ihr ready seid. Oh mein Gott, Alter. So, das war's für heute. Bauplan, blaue Gilly-Rüstung. Geile Muster. Okay, shit. Sehr rot sind die besten. Rot ist, glaube ich, richtig sick. Guck mal, hier passieren Sachen. Hier, da musst du mal absteigen. Zum Moon Desert Titan. So, zum Moon. Zum Moon, Alter. Zum Moon. Was brauchen wir dafür? Feuerkralle. Mutierte Herzen, 100 Stück. Davon haben wir schon ein paar gefunden. Viel. Feuerkralle, 10 Stück. Artefakt des Chaos. Ah, keine Ahnung, wo wir es herkriegen. Und Sarko-Suchos-Hammer. Die Leute im Chat sind so dumm. Wir müssen hierhin mit dem Stuff, um ihn hier zu beschwören. Ja, das ist genauso wie bei den Arcs. Also bei den, Obelisten. Die haben uns verässt. Ja, aber wollen wir das nächste Mal cheaten einfach? Ja, aber die Leute haben gesagt, in der Mitte der Wüste kann man den beschwören. Das ist in der Mitte der Wüste. Ach nee, ist gar nicht in der Mitte der Wüste. Das ist ja ganz am ersten Erde. Also entweder haben die sich so schlecht ausgedrückt wie ein Haufen... In der Mitte der Wüste ist der Obelisk. 10.000 Legastheniker. Das ist doch scheiße. Warum haben die uns das denn so gesagt? Okay, Leute. Also, ich bin enttäuscht. Ist in Ordnung. Nein. End of Blood. Es ist unsere Zeit, die hier drauf geht. Ja, wie ihr seht, wir sind jetzt nicht in der Lage, hier den Titan, den Boss oder whatsoever direkt zu beschwören. Ja, natürlich nicht. Wir müssen uns ja vorbereiten. Ja. Moment, ich dachte das auch nur, wir dachten das, weil uns das gesagt wurde, dass wir hier Artefakt des Chaos bekommen. So. In dieser Höhle, um den draußen zu beschwören. So, was steht denn jetzt überhaupt? The Artifact of Chaos is one of the artifacts in Ark Survival were only found on the extinction map in the desert cave along with the terminal to summon a desert elf. Okay, er sagt aber, das muss hier in der Höhle sein. So. Gehen wir in Google Bilder. Okay. Das sieht aber so aus, als wäre das in der Nähe. Ja, ja. Okay, Leute, wir haben es übersehen. Ist okay. Ja. Ja. Natürlich nicht. Jetzt wieder reinschreiben, oh, ihr seid dran vorbeigelaufen. Beruhigt euch bitte. So, war auch nicht so gemeint. Mann, manchmal regt man sich halt auf. Ja, ich meine, wir sind hier seit nur über einem Jahr. Da muss man auch mal verstehen, was... Wir verlassen uns auf euch. So. Das ist ein besonderes Verhältnis. Hier kann nicht getaucht werden. Nee. Aber hier ist das. Hier ist es. Echt? Hä? Lol, stimmt. Okay. Ja, so, gut, Leute. Das sieht man aber auch. So, Leute, wir haben es jetzt gefunden. Haltet mal die Puperze still. So, danke. Und endlich da ist das mal. Endlich sagt's mal einer. Artefakt. So, ich gönne mir das jetzt mal rein. Tee. Bumm. Ehre. Und jetzt? Brauchen wir eigentlich noch andere Sachen. Brauchen wir eigentlich... Soll ich mal gucken, woher man das kriegt? Nur mal, ne? Ja. Feuerklauen kriegt man, glaube ich, von bestimmten... Könnte man vielleicht von Drachen bekommen? Außerdem Feuerkralle, wie gesagt. Feuerkralle hatte ich aber auch schon häufiger. 100 mutierte Herzen. Machen wir nächstes Mal so eine Rocky Balboa-Folge, so von wegen, wir schlachten einfach nur alles ab. Oder wir machen es offscreen. Nein, kein Fick. So, Mika-Küchen. Wir werden jetzt tatsächlich dann schauen, dass wir den ganzen Krempel mal zusammenkriegen. Mika-Küchen? Milka-Küchen. Kleine Erbsrosinen. Der Himmel weint, unsere Herzen auch, weil wir jetzt noch nicht den Titan direkt beschwören können. Aber das machen wir nächstes Mal. Ein Radieschenflügel. Also, bis zum nächsten Mal. Hau da rein, tschüss, bis bald, ne? Abonniert. Hand of Blood. Hand of Blood. Hand of Blood.